Kapitel 10: Deutschland, der Vatikan, der Erste Weltkrieg, Hitlers Aufstieg. Der Vatikan und das Kaiserreich. Die Geburt der deutschen katholischen Partei. Krieg zwischen Kirche und Staat. Die allgemeine Übereinstimmung Bismarcks und des Papstes in der Bekämpfung liberaler und demokratischer Anstrebungen. Die Zentrumspartei, eine Säule des deutschen Imperialismus und ein Verfechter der kaiserlichen Politik. Die Rolle der katholischen Partei am Ende des Ersten Weltkrieges, die Unterzeichnung des Waffenstillstandes. Erzberger, Erzbergers Ermordung, die katholische Kirche und ihr Einfluss auf das politische Leben in Deutschland. Die Schulgesetzgebung. Der Rechtsdrall der Zentrumspartei, die Allianz mit der autoritären deutschnationalen Volkspartei, der erste große Anschlag auf die Weimarer Republik, die katholische Partei als wichtigstes Instrument zur Zerstörung der Republik, die unmittelbare Einmischung des Vatikans in das politische Leben Deutschlands, die Folgen der Niederlage der Zentrumspartei. Der Vatikan entschließt sich, die Partei zu opfern. Die ersten Schritte auf dem Weg zur Diktatur. Dr. Kahrs. Die Absichten des Vatikans hinsichtlich des orthodoxen und des sowjetischen Russlands. Die Zerstörung der Deutschen Republik. Der erste Wegbereiter der Nazi-Diktatur. Dr. Brüning. Der Katholik Brüning über Hitler. Wir müssen ihn unterstützen. Die ersten Kontaktaufnahmen zur Zusammenarbeit, ihr Fehlschlagen. Brünings Projekt der Wiederherstellung der Monarchie. Brünings Sturz. Der neue Reichskanzler von Papen, ein päpstlicher Kammerherr. Die Bedeutung der Berufung von Papens. Sein Sturz. Hitler wird Reichskanzler. Die Geschichte des deutschen politischen Katholizismus unserer Zeit beginnt mit der Konsolidierung des Zweiten Kaiserreichs. Ein Blick auf das Verhalten des Vatikans in dieser Periode zeigt auf der ersten Seite eine konstante Grundlinie der päpstlichen Politik und auf der anderen Seite eine Reihe von politischen Purzelbäumen. Die Purzelbäume waren notwendig, um das Ziel, die Bildung einer katholischen Partei, die im deutschen politischen Leben eine bestimmende Rolle spielen sollte, zu erreichen. Dass ein protestantischer Staat wie Preußen über die Politik zahlreicher katholischer Staaten Deutschlands bestimmen sollte, war für den Vatikan Anlass zu großer Besorgnis. Bismarck wusste das und sah daher bei der Errichtung des Zweiten Deutschen Kaiserreichs in der vatikanischen Macht einen äußerst gefährlichen Gegner seiner politischen Pläne. Es wird erzählt, dass Bismarck als ein römischer Prälat ihm die bekannte Auffassung des heiligen Paulus über die drei Machtbereiche der Kirche, Calestrium, Terrestrium et Infernorum, erklärte, laut gelacht und erwidert habe, Zitat, gegen den Himmel und die Hölle habe ich nichts einzuwenden, doch hinsichtlich der Erde habe ich gewisse Vorbehalte. Zitat Ende. Diese Einstellung war nicht nur typisch für Bismarck, sie ist auch heute die Grundlage aller großen Kontroversen zwischen Kirche und Staat. Wie viele andere Deutsche seinerzeit sah Bismarck in der katholischen Kirche ein Hindernis für die weitere Machtentfaltung des von Preußen geführten Deutschen Reiches. Er sah in der Kirche vor allem einen Gegner jeder unbeeinflussten und unbeschränkten Wahrheitssuche, die viele Deutsche für eine der stolzesten Errungenschaften des deutschen Geistes hielten. Sicherlich war das nicht der Hauptgrund fürs Bismarcks feindliche Haltung gegen die Kirche, aber jahrelang redete und handelte er, als wäre es so. Am wirkungsvollsten warnte vor dieser von der katholischen Kirche drohenden Gefahr der katholische süddeutsche Politiker Fürst Hohenlohe.
Er sah in dem vom Papst Pius IX. 1846 verkündeten Syllabus und in dem neuen gegründeten Vatikanischen Konzil, beide hatten die Aufgabe, das Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit durchzusetzen, hintergründige politische Instrumente darauf gerichtet, die weltlichen Autoritäten der Kirche dienstbar zu machen. Er warnte Europa davor und zahlreiche Staatsmänner, unter ihnen auch Bismarck, beherzigten seine Worte. Staatsmänner vor und nach Bismarck haben dem gleichen Problem gegenübergestanden, aber keiner hat es so brutal ausgedrückt wie er. Zitat: Die Souveränität kann nur eine einheitliche sein und muss es bleiben. Die Souveränität der Gesetzgebung. Und wer diese Gesetze dieses Landes als für ihn nicht verbindlich darstellt, stellt sich außerhalb der Gesetze und sagt sich los von dem Gesetz. Zitat Ende. Zitiert nach dem stenografischen Bericht über die Verhandlungen des Deutschen Reiches. Erste Legislaturperiode, dritte Session, 14.05.1872. Über die Antwort des Vatikans gab es keinen Zweifel. Sie kam von Rom an die deutschen Bischöfe und nahm von diesen ihren Weg zur niederen Geistlichkeit und zu den Gläubigen. Die gesamte Maschinerie der katholischen Kirche wurde in Bewegung gesetzt. Von den Kanzlern donnerten Verurteilungen, die sonst nur auf politischen Kundgebungen zu vernehmen waren. Im Reichstag empörte sich die katholische Partei. Sie wurde von Ludwig Windthorst geführt, der von der Einverleibung Hannovers durch Preußen eine führende Rolle im hannoverischen Kabinett gespielt hatte. Windthorst war bekannt wegen seines Ehrgeizes, geachtet wegen seiner großen Fähigkeiten als Parlamentarier und gefürchtet wegen seines Hasses auf die neue Ordnung in Deutschland. Diese beiden Männer, Windthorst und Bismarck, wurden Symbole zweier einander entgegengesetzter politischer Strömungen. Als der Vatikan seine Macht durch das Unfehlbarkeitsdogma gestärkt hatte, lag die Vermutung nahe, dass die katholische Kirche Anspruch auf einen stärkeren Anteil an der Gestaltung des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens erheben werde. Die Auseinandersetzung über diese Frage führte zu einem langwierigen Kampf, in den fast alle Angehörigen der katholischen deutschen Hierarchie hineingezogen wurden. Am wildesten traten die Bischöfe von Ermland und Paderborn und die Erzbischöfe von Köln und Posen auf. Auch die Jesuiten schalteten sich ein, die während der Kriege gegen Österreich und gegen Frankreich sehr aktiv gewesen waren. Sie säten nicht nur religiöse Zwietracht, sondern auch politische Feindschaft und vor allem in Polen und Elsass-Lothringen Chauvinismus. Mit der Zeit verstärkten sie ihre Aktivität. Der Kampf wurde infolge der jesuitischen Einmischungen und des Eifers der Geistlichkeit von Tag zu Tag erbitterter. Die Hierarchie scheute keine Mittel, die Kanzlern und Lehrstühle von denen zu säubern, die sich geweigert hatten, das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma anzuerkennen. Da aber ein Teil der verfolgten Männer vom Staat bezahlt wurde, leistete die weltliche Macht Widerstand. Dies wieder führte zu so aufrührerischen Predigten der Hierarchie, dass die weltliche Macht das sogenannte, in Anführungsstrichen, Kanzlergesetz erließ. Bismarck beauftragte einen starken Mann, den preußischen Kultusminister Falk, mit der Führung des Kampfes. 1872 wurden die Jesuiten durch das vom Reichstag beschlossene Jesuitengesetz aus Deutschland ausgewiesen. Dies war deshalb besonders bemerkenswert, weil die Jesuiten selbst in den Zeiten, in denen sie aus fast allen europäischen Staaten und sogar aus Rom vom Papst selbst verbannt worden waren, im preußischen Herrschaftsbereich stets ungestört hatten wirken dürfen. Trotzdem befahl der Vatikan jetzt den deutschen Katholiken, Bismarck und den Staat wegen dieser Tat heftig anzugreifen, was sich die Erzbischöfe nicht zweimal sagen ließen. Der Papst drohte Bismarck sogar, dass der Zorn Gottes über ihn kommen werde. Bismarck zögerte nicht mit Gegenmaßnahmen. Er berief den diplomatischen Vertreter Deutschlands beim Vatikan ab und brachte im preußischen Landtag die sogenannten Falk-Gesetze oder Mai-Gesetze durch.
Als Antwort befahl der Vatikan der deutschen Geistlichkeit, Bannflüche gegen die weltlichen Behörden und gegen alle zu schleudern, die sich weigerten, den Papst als einzigen und unfehlbaren Träger der Wahrheit anzuerkennen. Die religiöse Autorität, so wurde erklärt, stände über jede weltliche Macht. Die Ausbildung der Priester sei die Sache des Vatikans und nicht des Staates, und kein katholischer Gläubige habe das Recht, sich von der katholischen Kirche loszusagen. Nach dem kanonischen Recht sei die Ehe ein Sakrament, daher dürfe eine Trennung nur durch die Kirche vorgenommen werden. Die Hierarchie stiftete Unfrieden auf allen Gebieten. Sie schürte nicht nur Hass und Chauvinismus in Polen und in Elsaß-Lothringen, sondern stachelte auch die partikulärsten Eifersüchteleien in Bayern und im Rheinland an, um sie für ihre Zwecke auszunutzen. Kurz, die Katholiken rebellierten unter der Führung ihrer Geistlichkeit gegen den Staat. Dabei dienten die religiösen Fragen der Hierarchie lediglich dazu, die politischen Forderungen, die unmittelbar von Rom gelenkt wurden, zu verschleiern. Die Regierung versuchte, ihre Autorität zu wahren, indem sie aufsässige Priester von ihren Kanzeln vertrieb und Bischöfe und Professoren zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilte. In Preußen wurden zahlreiche religiöse Orden des Landes verwiesen. Als der Konflikt immer schärfere Formen annahm, wurden sogar Erzbischöfe hinter Schloss und Riegel gesetzt. Der Erzbischof von Posen verbrachte mehr als 2 Jahre im Gefängnis. Der Kampf dauerte, nachdem er voll entbrannt war, länger als 5 Jahre und beschränkte sich nicht auf Deutschland. Auch andere europäische Länder wurden von ihm erfasst. Fanatisierte Katholiken versuchten durch Attentate den preußischen Staat und seine Repräsentanten zu treffen. Ein katholischer Jugendlicher, Absolvent einer geistlichen Schule, feuerte auf der Kupferpromenade von Bad Kissingen mehrere Pistolenschüsse auf Bismarck ab. Das Attentat hätte beinahe Erfolg gehabt. Ein Geschoss durchschlug Bismarcks Hand, die er im Augenblick des Schusses an den Hut führte, um für einen Gruß zu danken. Die Regierung antwortete mit schärferen Maßnahmen. Zahlreiche katholische Parlamentsmitglieder wurden verhaftet. Im ganzen Reich wurde die Zivilehe eingeführt. Wieder trat der Papst selbst auf den Plan. Pius IX. Erklärte durch eine Enzyklika die preußischen Kirchengesetze für ungültig und ihre Schöpfer für gottlos. Dadurch weckte er von Neuem die Tendenzen zum weltlichen Ungehorsam und zum Bürgerkrieg. Der Kampf trat in seine schärfste Phase. Die katholische Hierarchie, die katholischen Laien und die katholischen Politiker waren verpflichtet, die Politik des Vatikans zu unterstützen, und sie unterstützten nichts, was sie ihrem Ziel näher bringen konnte. Das politische Instrument des Vatikans in Deutschland, die Zentrumspartei, die über ein Viertel aller Parlamentssitze verfügte, wurde vom Vatikan angewiesen, die Regierung gegenüber hart zu bleiben. Sie kämpfte in der ganzen Periode unter der Führung von Winhorst unerbittlich gegen sämtliche Gesetze und Vorlagen Bismarcks, ohne Rücksicht, ob sie religiöse Fragen betrafen oder nicht. Nach dem Tod Pius IX. Im Februar 1878, der versöhnlichere Leo XIII. Zum Papst gewählt wurde, versuchte Bismarck zu einem Kompromiss mit der Kurie zu gelangen. Er führte Verhandlungen mit Winhorst und dem päpstlichen Vertreter Jacobini. Die Grundlage für ein Übereinkommen wurde geschaffen. Die deutsche Regierung erklärte, dass sie nach wie vor auf der Rechtmäßigkeit der von ihr verkündeten Grundsätze bestehe, aber bereit sei, in ihrer Anwendung weitherzig zu verfahren. Im Jahre 1880 äußerte der Papst in einem Brief an den Erzbischof von Köln, er sei dem Gedanken nicht abgeneigt, dass vor der Besetzung frei gewordene kirchliche Ämter mit den weltlichen Behörden Verbindung aufgenommen würde. So kam man schrittweise zu einer Übereinkunft. Die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan wurden wieder aufgenommen und die Regierung hielt sich bei der Anwendung der Falk-Gesetze sehr zurück. Dieses Rapprochement erwies sich als so erfolgreich, dass der Papst um ein Porträt Bismarcks nachkam.
Bismarck hat darauf den Papst zwischen Deutschland und Spanien wegen der Ansprüche beider Mächte auf die Karolinieninsel zu vermitteln. Weitere Lockerungen folgten, als Bismarck sich eines Tages auf die Unterstützung der Zentrumspartei zur Durchführung einer neuen Finanz- und Wirtschaftspolitik angewiesen sah. Die schlimmsten Kämpfe waren vorüber. Man hatte einen Modus vivendi gefunden. Es war auch gar nicht erstaunlich, dass der Staat von einigen seiner Forderungen an die Kirche Abstand nahm und der Vatikan die Freundschaft des autoritären Kanzlers suchte, waren sie doch beide erbitterte Gegner aller liberalen und demokratischen Ideen. Nachdem die religiösen Fragen bereinigt waren, wurden Papst und Kanzler sehr bald enge Freunde und kämpften gemeinsam gegen alle Prinzipien und Ideen, dass sie für den religiösen Absolutismus der Kirche und für den politischen Absolutismus des Staates als gefährlich ansahen. Es war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal in Deutschland und in Europa, dass der Vatikan mit Hilfe der katholischen Partei anfangs einer bestimmten Regierungsform, einem bestimmten Staatsmann feindlich gegenüberstand und später dessen Bundesgenosse wurde. Dieser Wechsel könnten den Eindruck einer fehlenden Folgerichtigkeit des vatikanischen Politik erwecken. Aber das trifft nicht zu. Der Vatikan wird in seinen Methoden stets inkonsequent sein, wird aber nie sein letztes Ziel, die Machterweiterung der katholischen Kirche, aus den Augen verlieren. Die anfängliche Feindschaft des Vatikans gegen Bismarck und das Zweite Deutsche Kaiserreich ergab sich daraus, dass die katholische Kirche statt des protestantischen Preußens lieber eine katholische Macht an der Spitze des Reiches gesehen hätte. Neue Feindschaft erwuchs daraus, dass Bismarck, so widersinnig es auch klingt, liberale Reformen durchzuführen gezwungen war, obwohl diese Reformen nach unseren heutigen Auffassungen alles andere als sensationell waren. Bedeuteten sie damals für die katholische Kirche eine Herausforderung. Bismarck war kein Verehrer der Demokratie, auch dann nicht, wenn er für liberale Reformen eintrat. Auch sein Kampf gegen den Vatikan machte aus ihm keineswegs einen Demokraten, und schließlich lagen seine späteren Freundschaft mit dem Papst alles andere als demokratische Erwägungen zugrunde. Das wusste auch der Vatikan, sonst wäre er nie auf diese Freundschaft eingegangen. Nachdem die Kirche sichergestellt hatte, dass ihre Interessen respektiert wurden, sah sie ihre Hauptaufgabe darin, die Ideen des Säkularismus und Liberalismus, vor allem aber die gefährlichen Ideen des Sozialismus, zu bekämpfen. Sie war überzeugt, in Bismarck bei der Lösung dieser entscheidenden Frage einen zuverlässigen Verbündeten zu besitzen. Die katholische Kirche hatte immer eine Vorliebe für, in Anführungsstrichen, starke Männer. Als sie zuerst bei Bismarck, dann bei Wilhelm II. Und schließlich bei Hitler zu der Meinung gelangt war, sie könne sich in bestimmten Fragen auf sie verlassen, gewährte sie ihnen Unterstützung. Und sie verfügte in der Zentrumspartei und in der deutschen Hierarchie über zwei mächtige Instrumente, mit denen sie ihre politischen Ziele durchsetzte. Es ist daher aufschlussreich, die Deutsche Zentrumspartei auf ihren wechselvollen Weg zu verfolgen. Die katholische Partei in Deutschland wurde 1870 während des Deutsch-Französischen Krieges ins Leben gerufen. In den ersten 20 Jahren stand sie unter der Leitung ihres Gründers Ludwig Winhorst. Von Beginn an hatte sie Anhänger in den verschiedenen sozialen Schichten. Unternehmer, Arbeiter, Großgrundbesitzer, kleine Bauern, Aristokraten, Lehrer, Beamte und Künstler. Im Gegensatz zu der österreichischen katholischen Partei befanden sich in der deutschen sowohl reaktionäre als auch fortschrittliche Elemente. Ihr Hauptmerkmal war, dass ihr Programm nicht auf politische, sondern auf religiöse Grundlage beruhte. Mehrere Versuche, sie in eine nicht-konfessionelle Partei umzuwandeln, schlug fehl, da die religiösen Forderungen vor den politischen standen.
Ihre politischen Ziele verfolgte sie lediglich zu dem Zweck, ihre religiöse Basis zu verbreiten. Da die Grundsätze ihres Handelns religiöser Natur waren, blieb sie der Kontrolle des Vatikans unterworfen, der für die Katholiken die höchste Glaubensautorität auf Erden darstellt. Ihr Kampf gegen Bismarck war ein typisches Beispiel, dass religiöse Fragen in politische umschlagen können und umgekehrt. Die Zentrumspartei beschränkte sich in ihrem Wirken nicht auf innenpolitische Probleme. Das bewies sie schon bald nach ihrer Gründung. Im Herbst des Jahres 1870 besetzten die Truppen des geeinten Italiens Rom und enteigneten die päpstlichen Besitztümer. Sogleich forderte die Zentrumspartei Bismarck auf, zugunsten des Papstes einzugreifen. Die Reichstagsmehrheit antwortete von Bismarck inspiriert und an die Thronende des Kaisers anknüpfend, Zitat, die Reichstagsmehrheit antwortete von Bismarck inspiriert und an die Thronrede des Kaisers anknüpfend, Zitat, die Tage der Einmischung in das innere Leben der Völker werden, so hoffen wir, unter keinem Vorwande und in keiner Form wiederkehren. Zitat Ende. Aber die Zentrumspartei ging noch weiter und verlangte eine militärische Intervention. Sie sprach von einem in Anführungsstrichen Kreuzzug über die Alpen. Bismarck wusste, wo die Urheber dieser Kampagne zu suchen waren und richtete einen Protest an den Vatikan. Die Kurie antwortete, sie sehe sich außerstande, der Zentrumspartei wegen ihrer Haltung in dieser Frage einen Vorwurf zu machen. Trotz dieses Konfliktes mit der Kirche versuchte Bismarck, gute Beziehungen zum deutschen Episkopat herzustellen. Viele seiner Mitglieder waren adlig und kaisertreu. Bismarck setzte die Wahl des Bischofs von Kettler zum Primas der katholischen Kirche in Deutschland durch. Gleich nach der Säkularisierung der päpstlichen Besitztümer in Italien hatte eine Delegation der deutschen Bischöfe Bismarck besucht, um seine Ansichten über eine mögliche Übersiedlung des Heiligen Stuhls nach Deutschland zu hören. Bismarck war von der Idee begeistert. Er blickte darin Chancen für seine eigenen politischen Absichten. Zitat: Wir hätten die Polen für uns. Die Opposition der Ultramontanen hörte auf, so wie in Belgien, in Bayern. Zitat Ende. Als Anfang der 90er Jahre das Übereinkommen zwischen Vatikan und Regierung zustande gekommen war, unterwarf sich die Zentrumspartei dem Hohenzollernreich. Dadurch hatte sie sich der letzten Möglichkeit begeben, den Lauf der deutschen Geschichte grundlegend zu verändern. Angesichts der gesellschaftlichen Situation und in der Deutschland herrschenden Bedingungen lag die Macht des Zentrums, Zitat, weit weniger in der katholischen Religion als darin, dass es die Antipathien der Volksmassen gegen das jetzt die Herrschaft über Deutschland beanspruchende spezifische Preußentum vertrat, Zitat Ende, wie Friedrich Engels es ausdrückte. Wie war es zu dieser Kapitulation gekommen? War sie einfach ein Fehler oder war sie ein wohlüberlegter politischer Schritt? Bis gegen Ende des Ersten Weltkrieges bestand die Anhängerschaft der Zentrumspartei vor allem aus katholischen Bauern und Arbeitern. Im Gegensatz dazu befand sich die autoritäre Führung der Partei völlig unter der Kontrolle konservativer Aristokraten und hoher katholischer Würdenträger. Diese Kreise waren durch gleiche Interessen und gemeinsame Feinde mit den nicht-katholischen Aristokraten und nicht-katholischen Konservativen in ganz Deutschland verbunden und standen daher in enger Allianz mit dem Kaiserlichen Reich. Die gemeinsame Feindschaft gegen jede soziale, politische und wirtschaftliche Umwälzung machte den preußischen Militarismus und den Katholizismus zu Verbündeten. Sie bekämpften gemeinsam den Liberalismus in der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Sphäre. Die Zentrumspartei führte eine zügellose Kampagne gegen den, in Anführungsstrichen, antichristlichen, jüdischen, liberalen Kapitalismus.
und bediente sich dabei vieler Schlagworte, die später während des Naziregimes allgemeine Verbreitung und traurige Berühmtheit erlangten. In Anführungsstrichen gottloses Manchestertum. Jüdisches Wucherkapital. Wenn man sich noch einmal all die Bannflüche vor Augen führt, die die Päpste gegen die liberalen Grundsätze und gegen den liberalen Staat geschleudert haben, dann versteht man leicht, dass der Katholizismus aus Hass gegen alle liberalen Reformen ein enges Bündnis mit dem reaktionären preußischen Militarismus einging. Es war die natürliche Folge der vatikanischen Bannflüche gegen den Liberalismus, die aus dem religiösen und moralischen in die soziale und politische Sphäre übertragen wurden. Weniger leicht ist es zu erklären, warum der deutsche, ebenso wie der österreichische, politische Katholizismus so offensichtlich antisemitische Züge aufwies. Wahrscheinlich wollten beide damit ihren schlimmsten Feind, die sozialistische Bewegung, treffen. Das Preußentum und der Katholizismus sahen im Sozialismus ihren Hauptfeind. Die sozialistische Bewegung wuchs von Tag zu Tag an Kraft und Einfluss. Die katholische Partei wurde in ihrer Feindschaft gegen den Sozialismus von den Flüchen inspiriert, die der Vatikan gegen ihn schleuderte. Zitat: Der Sozialismus steht im Widerspruch zu den Lehren der Kirche. Kommentar: Wirklich? Kommentar Ende. Hatte der Papst dekretiert. Das bedeutete für die katholische Partei, den Sozialismus zu bekämpfen. Außerdem hatte der Papst den Sozialismus wegen seiner Verflechtung mit den Grundsätzen der Demokratie verurteilt. Das allein war Anlass genug, ihn zu bekämpfen. Die sozialistische Bewegung predigte die wirtschaftliche, soziale und politische Demokratie und nahm in ihre Reihen Menschen aller Religionen, Rassen oder Hautfarben auf. Dagegen standen die katholische Kirche und ihr Oberhaupt, der Papst, grundsätzlich allen demokratischen Ideen feindselig gegenüber und widersetzten sich den Gedanken der Gleichheit, möchte es auf erzieherischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gebiet sein. Sie waren gegen jede Reform, die von neuen politischen Ideen ausging. Daher weckten und nährten sie in den Hirnen ihrer Gläubigen Hass gegen den demokratischen Geist und einen Hang zu autoritärem Denken. Dementsprechend war auch die Haltung der Zentrumsmitglieder. Das autoritäre Denken schlug bei ihnen immer tiefere Wurzeln und bereitete die katholischen Massen darauf vor, eine Diktatur zu unterstützen. Die Politik der Zentrumspartei wurde ferner dadurch bestimmt, dass der Vatikan in der orthodoxen Kirche, vor allem der russischen, einen Rivalen sah. Diese religiöse Feindschaft gegen die Orthodoxie war allen Katholiken in Deutschland jahrzehntelang eingeflößt worden. Sie nahm politischen Charakter an, als sich die Expansionsbestrebungen des Wilhelminischen Reichs gegen das Zentrum der Orthodoxie, gegen das zaristische Russland zu richten begann. Ein weiteres Band zwischen dem Katholizismus und dem deutschen Imperialismus war damit geknüpft. Diese künstlich gezürte antirussische Einstellung ging so weit, dass sich zum Beispiel der Zentrumsführer Windthorst während des russisch-türkischen Krieges unter anderem zu der Behauptung hinreißen ließ, dieser Krieg entscheide letztlich, Zitat, ob das slawische oder das germanische Element in der Welt den Ton angeben wird. Zitat Ende. Bischof Kettler musste eingreifen und der Zentrumspartei einen Rüffel wegen ihrer, Zitat, außergewöhnlichen deutschen Selbstüberhebung, Zitat Ende, erteilen. Aus dieser überheblichen, slawenfeindlichen Einstellung heraus gab im Übrigen die Partei ihren offiziellen Organ, das später von den päpstlichen Kammerherren von Papen aufgekauft wurde,
den Namen Germania. Als dann in Russland ein noch gefährlicher und entschiedener Feind des politischen Katholizismus und des von ihm unterstützten wirtschaftlichen und sozialen Systems an die Macht kam, verstärkte sich die antirussische Einstellung der Kirche auf ideologischem wie auf politischem Gebiet. Die Zentrumspartei unternahm kaum einen wichtigen politischen Schritt, ohne vorher den päpstlichen Nuntius zu konsultieren. Von 1920 bis 1929 war dies der Kardinal Pacelli. Er unterstützte jede Politik und jeden Mann, der bereit war, gegen Sowjetrussland zu kämpfen. Daher ist es nicht erstaunlich, dass die katholische Partei bereitwillig den, in Anführungsstrichen, Kreuzzug gegen den Bolschewismus predigte, zu dem der Papst in Rom und Hitler in Berlin aufriefen. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Zentrumspartei 25 Jahre lang fast ununterbrochen die stärkste Fraktion im Deutschen Reichstag. Sie war der wichtigste und einzige Verbündete aller deutschen Reichskanzler von Hohenlohe bis Bethmann-Hollweg und eine der Hauptstützen des deutschen Imperialismus. Windthorst brachte das klar zum Ausdruck, als er sich vor dem Reichstag mit einer der Hauptfragen der deutschen Politik, mit der Haltung seiner Partei zur deutschen Armee befasste. Zitat: Ich gebe zu, dass die Armee die wichtigste Institution des Landes ist. Ohne sie würden die Säulen der Gesellschaft zum Einsturz kommen. Zitat Ende. Und in der Reichstagssitzung am 10.12.1890 sagte er sogar, Zitat: Wem wäre es nicht eine Befriedigung und ein Stolz, die Armee in dem allerschönsten, schmuckesten und kräftigsten Zustand zu sehen? Zitat Ende. Zitiert nach der Politische Katholizismus, 3 Masken Verlag, München 1923. Windthorst wurde durch Ernst Lieber abgelöst, der in die Fußstapfen seines großen Vorgängers trat. Er war ein begeisterter Befürworter der deutschen Kolonialpolitik und der Marinepolitik des Kaisers. Großadmiral von Tirpitz dankte ihm dafür ausdrücklich in seinen Memoiren. Auch auf anderen Gebieten war Lieber ein zuverlässiger und einflussreicher Verfechter der verhängnisvollen Politik Wilhelms II. Er setzte sich für eine Verstärkung der Armee und der Marine ein, für expansionistische Ziele in der Außenpolitik und für Preiserhöhung in der Innenpolitik. Bei allem genoss Lieber die volle Unterstützung der Zentrumspartei, deren Vorsitzender er war. Im Ersten Weltkrieg stand das Zentrum fest in der vereinten Front aller Parteien, die den Krieg unterstützten. Es vertrat die ziemlich unchristliche Forderung nach einer in Anführungsstrichen rücksichtslosen Kriegsführung, war einer der lautesten Schreier nach einem in Anführungsstrichen Großdeutschland und verlangte Annexion sowohl dieses als auch dieses. Sein Vorsitzender war zu dieser Zeit Peter Spahn. Er definierte die Ansichten der Partei über die, Zitat, Neue Ordnung, Zitat Ende, die nach dem kaiserlichen Sieg erreicht werden sollte, und erklärte im Frühjahr 1916 auf dem Reichstag, Zitat, Kriegsziele sind Machtziele. Wir müssen Deutschlands Grenzen nach unseren Gutdünken verändern. Belgien muss politisch, militärisch und wirtschaftlich in deutschen Händen bleiben, Zitat Ende. Die Partei stand in der ersten Linie der fanatischen deutschen Imperialisten. Die katholische Zeitung Hochland verlangte die Annexion von Belfort. Zitat: Mit den alten Grenzen von Lothringen und Burgund. Zitat Ende. Und die ständige Besetzung der Kanalküste. Das war bei Weitem nicht alles. Als Tirpitz 1915 den uneingeschränkten U-Boot-Krieg forderte, unterstützte ihn die Zentrumspartei. Der bayerische Ministerpräsident Graf Hertling
Ein führender Zentrumspolitiker war ja ein enger Freund des Großadmirals von Tirpitz. Und die katholische Hierarchie stand nicht zurück. Sie führte unter ihren Gläubigen einen Propagandafeldzug für den uneingeschränkten Obotkrieg. So mobilisierte zum Beispiel Kardinal Bettinger in München die ländliche Geistlichkeit Bayerns für diese sehr christliche Aufgabe und fuhr selbst aufs Land, um unter den Bauern zu agitieren. Auf zahlreiche Proteste erwiderte der Kardinal, dass, Zitat, es ein unverzeihliches Verbrechen von deutscher Seite wäre, wenn Deutschland es versäumte, den uneingeschränkten Obotkrieg zu führen. Zitat Ende. Das deutsche Episkopat vertrat die gleiche Meinung, erklärte sich im Namen der führenden katholischen Würdenträger für den uneingeschränkten Obotkrieg und verteidigte außerdem die Verletzung der belgischen Neutralität. Es mag genügen als Beweis, Michael Faulhaber, den späteren Kardinalerzbischof von München, zu zitieren, der damals ein prominenter Armeegeistlicher war. Zitat: Meiner Meinung nach wird diese Kampagne in die Geschichte der Militärethik als ein hervorragendes Beispiel für einen gerechten Krieg eingehen. Zitat Ende. Zur Krönung ihrer Kriegspolitik unternahm die Reichstagfraktion der Zentrumspartei am 16. Oktober 1916 einen wahrhaft sensationellen Schritt. Sie erklärte dem Reichskanzler in einer sorgfältig abgewogenen Denkschrift, er solle sich, wenn ihm auch formell die Verantwortung für die deutsche Kriegsführung übertragen sei, den Befehl der obersten Heeresleitung unterstellen, und der Reichstag solle jedem von der obersten Heeresleitung verkündeten Gesetz seine Zustimmung erteilen. Diese Denkschrift, Zitat, war die erste förmliche Anerkennung der Diktatur der deutschen Armeeführung, nicht nur im militärischen, sondern auch in politischen Fragen, und bedeutete faktisch die Unterordnung des Reichstag und der Reichsregierung unter diese Diktatur. Zitat Ende. Man muss dabei bedenken, dass zu der Zeit, als diese Denkschrift zusammengestellt wurde, nicht mehr der willensschwache jüngere Moltke-Chef der obersten Heeresleitung war, sondern Hindenburg mit Ludendorff als Generalstabschef. Man muss dabei bedenken, dass zu der Zeit, als diese Denkschrift zusammengestellt wurde, nicht mehr der willensschwache jüngere Moltke Chef der obersten Heeresleitung war, sondern Hindenburg mit Ludendorff als Generalstabschef. Und Ludendorff war ein Diktator. Sein Streben war, Deutschland im Namen des großen Generalstabs zu regieren. Und es dauerte nicht lange, da war es soweit. Die Feststellung, dass die Partei des politischen Katholizismus als erste feierlich und öffentlich vor der Diktatur des Generals Ludendorff kapitulierte, mag unwahrscheinlich oder selbst böswillig scheinen, aber sie ist eine historische Tatsache. Die Zentrumspartei stand, wie die meisten katholischen Parteien, unter der Führung einer Gruppe von Aristokraten, hohen Staatsbeamten und führenden kirchlichen Würdenträger. Die reaktionäre und nationalistische Politik dieser Kräfte rief unter den katholischen Bauern und Arbeitern Unzufriedenheit hervor. Sie erregten sich vor allem über die Art und Weise, wie der sogenannte Burgfriede gehandhabt wurde, und über die Verweigerung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts in Preußen. Unter der Führung der christlichen Gewerkschaften bildete sich im Rheinland schrittweise, vor allem im dritten Kriegsjahr, eine Opposition heraus, deren Sprecher Erzberger war. Erzberger war Mitglied der Reichstagfraktion der Zentrumspartei und hatte in den ersten Kriegsjahren die Annexionsbestrebung der deutschen Imperialisten unterstützt. Er hatte gute Beziehungen zu Tirpitz und half Ludendorff in den Sattel heben. Aber 1917 trennte sich Erzberger von all dem.
Er war in den Besitz von Informationen gelangt, die ihn überzeugt hatten, dass Deutschland keine Chance hatte, den Krieg zu gewinnen. General Hoffmann, der Chef des Generalstabs der deutschen Ostarmee, und Graf Tschernin, der österreichische Außenminister, hatten ihm dargelegt, dass Deutschlands Lage hoffnungslos sei. Aber der Hauptimpuls für Erzbergers politische Schwankung kam vom Papst selbst. Benedikt XV. Sah mit wachsender Sorge, dass sich die Position der Mittelmächte rasch verschlechterte. Wir können nicht behaupten, dass er ihren Sieg gewünscht hätte, aber wir wissen, dass ihm daran gelegen war, ihre Niederlage zu verhindern. Österreich war eine der letzten katholischen Großmächte in der Welt, und auch die politische Position der deutschen Katholiken berechtigte zu großen Hoffnungen. Der Papst suchte daher nach einer Lösung, die für diese beiden Mächte annehmbar war, und knüpfte die ersten Fäden zwischen London und Berlin. Voraussetzung für einen Erfolg dieser Bemühung war, die deutschen Bestrebungen im Westen klarzustellen. Hier setzte Erzbergers Aufgabe ein. Der Papst entsandte einen seiner jungen und fähigsten geistlichen Diplomaten, Eugenio Pacelli, später Nuntius in Deutschland und dann als Pius XII. Oberhaupt der katholischen Kirche, nach München, um mit dem kommenden Mann in den deutschen katholischen Kreisen, Matthias Erzberger, Verbindung aufzunehmen. Erzberger stand noch unter dem Schock der Enthüllung über Deutschlands ungünstige Lage und unterstützte daher freudig die päpstliche Initiative. Eine Rede, die am 6. Juli 1917 vor dem Reichstag hielt, hinterließ nachhaltigen Eindruck und wirkte im Allgemeinen sehr ernüchternd. Aber das war nur der Anfang. Erzberger arbeitete unermüdlich daran, dem Papst die Erklärung zu verschaffen, die als Voraussetzung für Verhandlungen mit den Westmächten so dringend benötigte. Es war daher im Wesentlichen Erzberger zu danken, dass am 19. Juli 1917 der Reichstag mit einer aus Katholiken, Sozialdemokraten und Liberalen bestehenden Mehrheit eine Entschließung zugunsten eines, in Anführungsstrichen, Friedens ohne Annexion und Kontributionen fasste. Selbst der Kaiser war über die Annahme solch einer nützlichen Formel befriedigt, machte aber einen einschränkenden Vorbehalt. Deutschland werde sich nicht bereit finden, eine durch die Waffen herbeigeführte Entscheidung rückgängig zu machen. Die Situation änderte sich schlagartig, als Russland im Herbst 1917 die Kampfhandlungen einstellte. Deutschland vergaß die Friedensresolution, die sozialdemokratisch-katholische Garantieformel gegen eine völlige Niederlage. Die deutschen Generäle diktierten die Friedensbedingungen von Brest-Litowsk und Bukarest. Als aber Deutschland im November 1918 selbst am Ende war, wurde Erzberger, der Initiator der Bemühungen, Friedensresolutionen auszusehen, die Verhandlungen über den Waffenstillstand zu führen. Zitat: Hindenburg standen Tränen in den Augen, als er Erzbergers Hände zwischen den seinen hielt und ihm beschwor, die schreckliche Pflicht für die heilige Sache des Vaterlandes auf sich zu nehmen. Zitat Ende, hieß es in einem Bericht. Diese Szene wiederholte sich 10 Jahre später, als der Generalfeldmarschall wieder, in Anführungsstrichen, mit Tränen in den Augen die Hände eines anderen Zentrumsführers drückte. Am 11. November 1918 unterzeichnete Erzberger als Leiter der deutschen Delegation den Waffenstillstand von Compiègne. Erzberger war weit davon entfernt, ein Demokrat geworden zu sein, aber er war überzeugt, dass die Militaristen die Hauptfeinde einer friedlichen und progressiven Entwicklung in Deutschland waren. Das bedeutet,
Das bedeutete keine Änderung der Parteilinie des Zentrums. Die Partei stand nach wie vor mit Ausnahme Erzbergers und seiner Anhänger auf der Position des vergangenen Kaiserreichs. 2 Tage nach dem Zusammenbruch hatte sie in einer Resolution das Fortbestehen der Monarchie gefordert. Später protestierten die Parteiführer lebhaft, sekundiert von der jüngeren Generation der Armeeoffiziere, gegen die Abschaffung des Kaiserthrones. Die katholische Kirche war nicht nur militanter Streiter für den Nationalismus, sondern auch Haupttriebkraft aller monarchistischen Bestrebungen. Sie forderte die Rückkehr des Kaisers. Kardinal Faulhaber, eine der wichtigsten Säulen der katholischen Kirche in Deutschland, erklärte auf dem Münchner Katholikentag, Zitat: Die Revolution war Treubruch und Hochverrat. Sie wird für immer mit dem Kainszeichen gebrandmarkt in die Geschichte eingehen. Zitat Ende. In Anführungsstrichen, Kainszeichen war nur der biblische Ausdruck für das, was die Nationalisten in Anführungsstrichen Dolchstoß in den Rücken nannten. Hitler verkündete zu derselben Zeit und an demselben Ort das Gleiche. Die Zentrumspartei verdammte die Revolution und hasste die Roten. Trotzdem beteiligte sie sich an der Regierungsarbeit der Republik. Sie stellte sich, wie ein führender Katholik es ausdrückte, Zitat, auf den Boden der Tatsachen, Zitat Ende. Das bedeutete nicht etwa einen Gesinnungswandel, sondern lediglich, dass sie sich einer neuen Situation angepasst hatte, um ihre alten Ziele weiter zu verfolgen. Bei den katholischen Parteien darf man nie außer Acht lassen, dass sie in erster Linie Instrumente der katholischen Kirche sind, mit denen die Kirche bestimmte religiöse und moralische Ziele verfolgt. Der politische Katholizismus kann sich daher, ohne auch nur einen Buchstaben seines Programms verleugnen zu müssen, jede politischen Situation rasch und mühelos anpassen und taktische Züge machen, die andere Parteien ihr politisches Gesicht und damit vielleicht ihre Existenz kosten würden. Unter dem Kaiser war die Zentrumspartei monarchistisch und imperialistisch. In der Weimarer Republik tat sie, als wäre sie republikanisch und demokratisch. In Wirklichkeit aber war sie geblieben, was sie von jeher war, eine katholische Partei. Sie änderte wohl ihre Taktik und ging selbst mit den von ihr so verhassten Roten und den Linksparteien Koalitionen ein, aber sie verließ niemals ihren festgelegten Kurs. Untersucht man ihre verschiedenen politischen Schachzüge in den ersten 10 Jahren der Republik, so kann man feststellen, dass auf jeden Schritt nach rechts ein Schritt nach links kam, dem wieder ein Schritt nach rechts folgte. Oft wird die Frage gestellt, ob die Zentrumspartei mit ihrem demokratischen linken Flügel unter anderen Bedingungen eine wahrhaft demokratische Partei geworden wäre. Ihre Schwesternpartei, die Bayerische Volkspartei, war zu allem anderen bereit, aber nicht zu einer Bewegung in Richtung der Demokratie. Zu einer bestimmten Zeit, vor allem nach der militärischen Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg, bestand die Möglichkeit hierzu, aber die Propagandierung demokratischer Ideen unter den katholischen Arbeiter, unter den Mittelklassen einschließlich der Journalisten, Lehrer, Professoren und so weiter, war nur eine vorübergehende und zeitbedingte Erscheinung. Das wurde völlig klar, als der Führer der demokratischen Flügels, Erzberger, im Herbst 1921 von zwei fanatischen Parteigängern einer militärischen Geheimorganisation, die ihren Sitz im katholischen Bayern hatte, ermordet wurde. Erzbergers Tod zog auch den Tod des linken Flügels der Zentrumspartei nach sich. Man bemühte sich zwar, in den linken Kreisen des Zentrums Nachfolger für Erzberger zu finden, aber sie wurden, wie zum Beispiel Dr. Würth, ein Freund Erzbergers und Rathenaus, sehr bald
von den in Anführungsstrichen realpolitischen Strömungen innerhalb der Partei beiseite geschoben. Einer der Gegner Erzbergers in der Partei war der Führer der christlichen Gewerkschaften Steigewald. Steigewald war erfolgreicher als Erzberger, weil er als einer der entschiedensten Antidemokraten von seiner Partei gestützt wurde. Er bewunderte alle autoritären Maßnahmen und hielt enge Freundschaft mit reaktionären Staatsbeamten und nationalistischen Militaristen. Die fortwährende Rivalität zwischen den sozialdemokratischen und den christlichen Gewerkschaften schienen die Richtigkeit seiner Haltung zu bestätigen. Er stand an der Spitze der katholischen Arbeiter im Ruhrgebiet und trug immer wieder Verwirrung in ihre Reihen. Viele unter ihnen wollten mit seinen totalitären Anschauungen nichts zu tun haben und wären lieber Erzberger gefolgt. Aber Erzberger wurde von den vatikanischen Autoritäten ständig mit Misstrauen beachtet, während Steigewald die Unterstützung des Vatikans und der Zentrumsführung genoss. Nach Erzbergers Ermordung wurde Dr. Marx, ein konservativer preußischer Richter, Vorsitzender der Partei. Seine Politik zielte darauf ab, im Reichstag das Gleichgewicht zwischen links und rechts zu halten. Im Jahre 1924 kündigte die Zentrumspartei plötzlich die sogenannte Weimarer Koalition, ein parlamentarisches Zusammengehen von Katholiken, Linksliberalen und Sozialdemokraten. Die Bedingungen hatten sich wieder geändert, die Revolution war niedergerungen, dem Zentrum schien eine Koalition mit der Deutschnationalen Volkspartei geboten. Eine Regierung unter der Führung von Dr. Marx kam zustande. Das bedeutete, dass die Zentrumspartei trotz ihrer großen Anhängerschaft in den arbeitenden Schichten auf die Seite der Schwerindustrie übergegangen war, auf die Seite der Junker, der extremen Nationalisten und Militaristen, die Deutschland in den Zweiten Weltkrieg führten. Auch dieser plötzliche Umschwung in der Koalitionspolitik der Zentrumspartei ist den geistlichen und moralischen Lehren der katholischen Kirche als religiöse Institution zuzuschreiben. Äußere Anlass für den politischen Kurswechsel des Zentrums waren die sogenannten Schulgesetze. Die Weimarer Verfassung sprach sich nicht klar über den künftigen Schultyp in Deutschland aus. Der Streit ging vor allem um die Frage, ob die Kirche in Schulangelegenheiten den Vorrang haben sollte oder ob der Staat die Kirche beiseite schieben und den Schulpflichtigen eine weltliche Erziehung angedeihen lassen dürfe. Die deutschen Katholiken, allen voran die Hierarchie, plädierten getreu ihren Zielen für die geistliche Überwachung der Schulen und für die Bildung sogenannter Konfessionsschulen. Vor allem das deutsche Episkopat trat in seinem Standpunkt durch gewisse Ratschläge des päpstlichen Nuntius Pacelli bestärkt sehr streitbar auf. Das Streben der katholischen Kirche, über katholische Schulen zur Erziehung der deutschen Katholiken zu verfügen, war vom kirchlichen Standpunkt gesehen durchaus verständlich. Wenn sich die Kirche auf die rein religiöse Seite der Angelegenheit beschränkt hätte, wäre es darüber nie zu einem solchen Streit gekommen. Aber diese Beschränkung legte sich die Kirche nicht auf. Im Gegenteil, sie verquickte die Religion mit der Politik, machte aus den religiösen Fragen politische Fragen und aus den politischen religiöse. Bald musste sie jedoch einsehen, dass sie ihr Ziel durch die Mobilisierung der Geistlichkeit allein nicht erreichen konnte. Daher setzte sie ihr politisches Instrument, die Zentrumspartei, unter Druck. Die Partei machte die Sache der Kirche zu ihrer eigenen, näherte sich der Deutschnationalen Volkspartei, die in Schulfragen zugänglicher war, und begann unter dem Druck des Vatikans,
die sozialgesinnte Linksopposition innerhalb der Partei schrittweise abzuwürgen.